damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher. Eigentlich nehme ich jetzt noch einen Donnerstag auf, es ist 11:45. Jetzt mache ich wieder den Ton etwas leiser, weil es wieder so laut ist. So, es ist 11:45. Eigentlich wollte ich den Part noch für Donnerstag machen, aber da ich den nicht schaffen werde zeitlich, okay, ich mach's nochmal ein bisschen leiser. Da ich den zeitlich nicht ganz schaffen werde, werde ich ihn für Freitag machen. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich habe es jetzt mal gesehen. Ich habe es um eineinhalb leiser gemacht. Ich habe auch ein Headset leiser gemacht, weil es gerade so laut ist. Ja, beim letzten Mal waren wir auf der Schwarzschwalbeninsel unterwegs, haben zuerst die Quest mit den zwei Schwestern gelöst. Mit der Ritter Schwarzhilfe konnten wir sowohl Alina als auch Selina erlösen. Und jetzt auf der Schwarzschwalbeninsel sollen wir Dagon töten, den Unterwassergott, der böse ist und alles vernichten wird, ein wenig aufhalten. Davor haben wir der Herrin des Sees noch die Objekte gegeben und haben einen Rubin bekommen mit ihrem Blut. Und wir hatten gestern auch noch Sex mit der Herrin des Sees. Das heißt gestern beim letzten Part halt. Schau ich mal, ob das hier auch so leise ist. Ja, ist hier auch so laut. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ja, jetzt schauen wir erstmal. Hier runter ist die Unterwasserstadt. Man kann leider nicht ganz hin, was ich sehr schade finde. Da wird Dagon dann kommen, unser Bossgegner hier. Jetzt schauen wir erstmal, was wir mit Dagon wissen. Dagon. Dagon ist eine Gottheit und kann daher nicht getötet werden. Aber die Kreatur bezieht Energie aus dem Glauben ihrer Anhänger, was ihre einzige Schwäche sein könnte. Das bedeutet, es wird uns gar nichts bringen, Dagon anzugreifen. Wir müssen seine Gläubigen töten. Und ich nehme an, wenn wir genug von denen töten, wird Dagon sterben. Beziehungsweise verschwinden. Sterben wird er nicht, aber er wird vertrieben. Okay. Und Dagons treue Diener werden wohl die Worte neu sein. Bei denen wissen wir, dass Feuer eine Schwäche ist. Und der schnelle Kampf ist wie bei der Silberklinge. Gut, haben wir. Da es jetzt ein Bosskampf ist, werde ich noch ein paar Tränke zu mir nehmen. Ich dachte jetzt in eine Schwalbe ein Waldkauz. Nur zur Sicherheit. Weil ich keine Lust habe, den Kampf, was weiß ich, hier machen zu müssen. Nehmen wir erstmal den Waldkauz. Und jetzt nehmen wir noch die Schwalbe. Dann haben wir bei beiden wieder zwei. Vorher hatten wir bei beiden drei. Und jetzt müssen wir im Altar den Rubin platzieren. Hier, der Rubin der Herrin des Sees. Und dann wird Dagon auftauchen, denke ich. Erstmal kommt ein Video. Ja, erstmal kommt ein Video. Und schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, ob wir den auf den ersten Mal schaffen. Das ist ein Bossgegner immerhin und das ist eine. Muss eine mächtige Kreatur sein. Oh je, da kommen ganz viele Worte ja neu auf ans Ufer. Hier okay, sieht schon mal die Klinge. Das ist Dagon. Ach du Scheiße, das Vieh ist ja doppelt so groß wie wir. Das ist Dagon. Erstmal Silberklinge, nicht die Stahlklinge. Anhänger Dagons, angreifen. Feuer. Der heilt ja die
soll man das machen? Geralt, würdest du bitte die Anhänger da doch schon sein? Ja, heilt die ja, der Kerl. Geralt, greifst du bitte die Anhänger da ganz an? Du musst da dann selber, das bringt dich nichts. Er nimmt keinen Schaden. Okay, einer ist tot und das hat ihn schon mal geschwächt. Aber ich weiß nicht, wie viele wir töten müssen. Das können jetzt viele sein. Ja, halt die halt. Greif doch bitte den Brenner. Der zweite Tod, ich zähle jetzt mal mit, wie wir das sind. War jetzt Anhänger Nummer 3, da ist Nummer 4. Das war Nummer 4. Oh, das ist ja gar nicht so schwer. Wir haben immer noch volles Leben. Ja gut, wir kriegen auch die Schwalbe da und hier, ne? Das gibt mir, man merkt schon, dass es hier so gut. Das war jetzt Nummer 5. Das war Nummer 6. Hier ist Nummer 7. Geralt, greif bitte. Danke. Das war jetzt Nummer 7 und hier ist Nummer 8. Aber der legt immer noch. Dagon hält verdammt viele aus. Man hat halt gesehen, dass er sie berufen hat, weil er sie gebrüllt hat. Geralt hat bitte den Brenni an. Den Brennenden sollst du angreifen. Den ehemals Brennenden. Das ist Nummer 9. Ja, immer noch. Das ist Nummer 10. Aber solange wir so viel Leben haben, kann uns eigentlich gar nichts. Schaden, aber ich die Schwalbe einbekommen. Das war jetzt Nummer 11 und Dagon liegt immer noch. Ja, sie ist das Ding schon, muss man sagen. Ich bin ein Ersatz in der Feuerhexe. Geralt hat manchmal das Problem, dass er nicht das angreifen kann, was er angreifen soll. Dagon ist tot. Dagon ist tot. Das war jetzt Nummer 11 oder Nummer 12. Okay, der Kampf war jetzt gar nicht so schwer. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von einem Götterwesen, hätte ich mehr erwartet, aber der war ziemlich zäh, muss man sagen. Wir nehmen alles mit von dem Wotjer neu, von Dagon natürlich auch. Wir wissen ja von der Schriftrolle, dass er Dagon Sekret hat, von dem mutagenen Trank. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Aber von den besiegten
von den seinen Anhängern nehmen wir auch alles mit, weil wir wissen nicht, wann wir das brauchen können. Ja, der Kampf ging jetzt relativ schnell. Hier, Dagon Sekret und Rune der Sonne. Nicht schlecht. Gut, ich nehme noch schnell das von den ganzen Haut ja neu mit und dann habe ich gerade eben gelesen, dass wir der Herren Bescheid sagen sollen, dass Dagon tot ist. Ja, keine Ahnung, den Golem fand ich jetzt schwerer. Den Endgegner des letzten Kapitels. Nee, der Endgegner ist jetzt ewig, jetzt werde ich die Morgenkönigin. Golem war zweites Kapitel. Aber den fand ich schwerer, weil da musstest du ja den Blitzableiter richtig berühren und wenn du ja nicht richtig berührt hast, warst du halt tot. Das war nicht so toll. Gut, jetzt speichere ich. Halt, nehmen wir die Überreste noch mit. Weil da hält immer noch der Königswyvern und der Wyvern Wache und ich habe keinen Bock, jetzt nach dem Endgegnerkampf zu sterben, deswegen speichere ich jetzt. Dass Dagon auf alle Fälle schon mal tot ist, beziehungsweise vertrieben ist. Kommt ja nicht wieder zurück, sonst wird Geralt sauer. Jetzt müssen wir zur Herren des Sees zurück. Ich glaube, ich laufe einfach. Mal schauen, ob ich durchlaufen kann. Ich laufe einfach, ich scheiße jetzt auf die beiden Viecher hier. Auf den Wyvern und den Phoenix-Wyvern. Manchmal verfolgen sie einen ja nicht so weit. Die Folge jetzt wird ja auch etwas kürzer, weil die gestrige um 3 Minuten überzogen war. Da vorne ist die Herrin des Sees, ich kann sie sehen. Können wir die... Nein, der Wyvern ist noch hinter uns. Okay, den töte ich schnell. So ein einzelner Wyvern ist ja für uns keine Gefahr. Ich wieder aufs Art. So ein einzelner Wyvern ist ja für uns erfahrener Hexer kein Problem mehr. Und ich mache das mit und dann auf zur Herrin des Sees zu sagen, dass ein Dagon tot ist. Jetzt will ich nur schnell gucken, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wann wir angefangen haben. 12 Minuten spielen wir bis jetzt. Okay. Ah genau, jetzt weiß ich es wieder. Okay, dann sprechen wir jetzt mal mit der Herrin des Sees. Sie wird wahrscheinlich hoch erfreut sein, könnte ich mir vorstellen. Und wir kriegen ja auch noch ein Geschenk, ne? Hat sie uns ja versprochen. Mal sehen. Ja? Ich habe Dagon getötet. Ich habe Dagon getötet. Als Dank werde ich den Nebel lüften, so dass ihr euch an Teile eurer früheren Fähigkeiten erinnern könnt. Danke, Herrin. Nutzt mein Geschenk weise. Herrin, mir scheint, ich werde in Trübwasser gebraucht. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Wir müssen reden. Natürlich. Ich bin eine Göttin. Ihr seid das Schwert des Schicksals. Der Tod folgt euch schon seit Jahren. Vielleicht. Nehmt dieses Geschenk der Herren des Sees. Es hilft euch, euer Schicksal zu erfüllen. Was ist das für ein Geschenk? Jetzt kriegen wir das Geschenk. Ich bin gespannt. Ein Video. Wir sind wieder bei Dagons alten Tempel hier. Sie hat eine Klinge in der Hand. Kniet nieder, Geralt von Riva. Weißer Wolf. Das ist nicht das, was ich denke, oder? Ich bin gespannt. Ihr habt einen weiten und gefahrvollen Weg hinter euch. Ihr habt Mut und Güte bewiesen. Durch göttliche Macht schlage ich euch hiermit zum Ritter. Trotzt euren Feinden ohne Furcht. Beschützt die Hilflosen. Lügt niemals, auch wenn es euren Tod bedeutet. Das ist euer Eid. Und dies, damit ihr es nie vergesst. Erhebt euch als Ritter. Das Schicksal wird euch keine Ruhepause gönnen. Ein langer Weg liegt vor euch. Ich sehe Tod und Blut. Ich sehe frostiges Chaos. Nehmt dieses Schwert als Zeichen meiner Gunst.
Einst war es die Klinge eines großen Kriegers. Viele Äonen lag sie in der Tiefe und harrte eurer Ankunft. Herrin. Hexe, es ist unerheblich, ob ihr an das Schicksal glaubt. Mit der Klinge, die ich euch gebe, vollendet ihr eure Mission. Danke, Herrin. Geht, weißer Wolf, und tut, was getan werden muss. Möget ihr euer Schicksal erfüllen. Und dann ist sie weg. Sie hat uns zum Ritter geschlagen und uns eine neue Klinge gegeben. Und das sah mir nach einer Silberklinge aus. Erhalten Errant Light, Wellenquest abgeschlossen. Und Alvin-Quest aktualisiert. Und die Pfade des Schicksals aktualisiert. Das sah mir nach einer Silberquelle aus, die ist jetzt weg. Cool, sie hat uns zum Ritter geschlagen. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Geschenk. Ja, das ist die neue Waffe Arendite. Schaden plus 60, Angriff plus 10. Und Schmerz blenden ein Escher und Präzisionstreffer plus 50. Das ist eine mega geile Waffe. Sie hat zwar nicht das Empfindlichkeit gegen Silber erhöhen, was unser altes Silberschwert mit den Runen hatte. Aber sie hat mehr Schaden. Und auch auf mehr Effekte. Sie hat 4 Effekte, die sie erhöht. Und das alte hatte nur 2. Das ist ja mal cool. Was haben wir jetzt? 3 Namen mit, 3 Waffen mit Namen. Wir haben Arendite, Gwaihir und Harval. Wir haben jetzt 3 Namen mit. 3 Waffen mit Namen. Das ist ja mal cool. Okay, schauen wir mal. Alvin. Ein außergewöhnliches Schwert. Die Herren des Seers müssen mich für wichtig halten. Die Pfade des Schicksals. Die Herren des Seers hat mir ein außergewöhnliches Schwert geschenkt. Es ist leicht, rasiermesser scharf und schmiegt sich perfekt in die Hand. Außerdem ist es das Geschenk einer Göttin. Ich habe das Gefühl, dass es sich bei vielen Gelegenheiten als nützlich erweisen wird. Oh, das glaube ich auch, Geralt. Da sind wir schon 2. Und jetzt sollen wir nach Trübwasser zurück. Wahrscheinlich Alvin, ne? Alvin müsste ja ein Trübwasser sein, weil darin das Geheimnis geht gerade nicht weiter. Pfade Schicksals auch nicht, das Spiel auch nicht. Den Zahnarzt können wir gerade nicht machen. Faustkampf können wir gerade auch nicht machen. Und die restlichen 3 gehen auch nicht weiter. Also nehme ich mal an, dass die nächste Quest Alvin ist. Was? Alter, ist albern? Naja, egal. Dann tue ich das jetzt deaktivieren auch. Alvin müsste ja ein Trübwasser sein, also müssen wir wohl als nächstes zum Boot. Aber bevor ich zum Boot gehe, speichere ich nochmal. Weil, hey, wir haben gerade einen Ritterschlag und eine mächtige Waffe bekommen und das möchte ich nicht versauen. Das ist ja eine geile Folge. Erst im ersten Bosskampf getötet, jetzt eine neue Waffe. Ein Ritterschlag. Das ist ja mal eine mega coole Folge. So, dann gehen wir mal zurück zum Boot. Ah, das ist der Königswyvern. Der uns vorher nicht gefolgt ist. Ja, ich töte ihn schnell mit der neuen Silberklinge. Das will ich gleich mal ausprobieren. So, Königswyvern. Spiel Aaron, bleib du Penner. Und da ist der Königswyvern auch schon tot. Da ist der Königswyvern auch schon tot. Das ist ja eine mächtige Waffe. Ich werde hier bei der Feuerstelle noch meditieren, weil erstens müssen wir da keinen Feuerstein ausgeben und zweitens haben wir gerade durch Gift Schaden genommen. Den Schaden würde ich gerne wieder reinholen. Warum können wir nichts, gell? Nein. Leveln kennen wir jetzt im Moment auch nicht. Dann meditieren wir mal für eine Stunde. Nur um kurz erstens die Tränke zu deaktivieren und zweitens unser Leben wieder aufzufüllen. So, und dann auf. Oh. Da ist ja noch ein Königswyvern. Dein Freund hatte nicht so viel Glück.
Und du wirst auch kein Glück haben. So, wir haben zwar jetzt wieder ein bisschen wenig Schaden genommen, aber wir sind fast voll, das ist egal. Da liegt jetzt unser altes Runenschwert rum, da wo die Herrin des Sees vorher war, die scheint jetzt weg zu sein. Aber ich glaube, das Runenschwert lassen wir hier liegen, weil Arendite ist natürlich viel cooler. Einfach mal. Ich hoffe, man hört mich gerade, weil ich habe irgendwie Schiss, weil es ziemlich laut ist auf dem Headset. So, ich speichere jetzt schon mal, bevor ich ins Boot steige. Wir wissen ja nicht, was uns im Trubwasser erwartet, deswegen... Ne? 7 Minuten haben wir noch ein bisschen. So, schauen wir mal auf zum Boot. Berengar. Berengar. Ich habe dem obersten Salamander gesagt, wo er Kaer Morhen findet und half ihnen bei ihren Forschungen. Ich jagte die Bestie im Umland von Vizima, als sie mich ergriffen. Ich entkam, begegnete Kalkstein und nahm sein Angebot an, den Turm im Sumpf zu öffnen. Dabei haben sie mich dann wieder geschnappt. Und diesmal waren sie nicht so nett. Mich für sie auf die Suche nach Alwin zu machen, war die einzige Möglichkeit, meine Haut zu retten. Warum erzählt ihr mir das alles? Ich wollte es euch persönlich sagen und den berühmten eisigen Blick sehen. Okay, Berengar ist jetzt hier. Und uns steht mal wieder eine Entscheidung aus, so wie es hier, wie hier die Antworten sich lesen. Berengar ist ein Verräter. Das ist klar. Er hat Kaer Morhen verlassen. Er hat den Salamandern geholfen, hat er auch gerade nochmal gesagt. Und er sollte Alwin finden, hat er ja gerade gemeint, das war also die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten. Aber er ist immer noch ein Hexer. Wir haben jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir könnten ihn entweder gehen lassen, nehme ich an. Das wäre dann wahrscheinlich dieses, ich habe nicht vor, euch zu verurteilen. Das ist wahrscheinlich das Gehen lassen. Und das andere ist wahrscheinlich ihn töten. Schwierig. Berengar ist echt ein schwieriges Thema für mich. Ich glaube, ich werde ihn töten. Er hat die Hexer verraten, er ist vor uns geflohen. Er entschuldigt sich ja nicht mal. Er sagt ja, er mag alle nicht. Er hat sogar einmal gesagt in den letzten Parts, von wegen, die Hexer sind für ihn nicht besser als die Salamandra. Und keine Ahnung, ich mag den Typen irgendwie einfach mal nicht. Ich werde ihn töten, denke ich. Mich würde interessieren in den Kommentaren, was ihr da gemacht hättet. Das reicht, Verräter. Jetzt seid keine Reue, nur Selbstmitleid. Ihr hasst, was die Hexer euch angetan haben, in Ordnung. Aber ihr habt euch einer Gruppe angeschlossen, die Experimente an Kindern durchführt, mit Mutagenen. Geht mir aus den Augen. Mag nicht die netteste Antwort sein, aber wie gesagt, ich nehme an, dass es da zum Kampf kommt und dann wir ihn wahrscheinlich töten. Ich werde es so machen. Und in den Kommentaren können wir gern darüber diskutieren. Das reicht, Verräter. Ihr zeigt keine Reue, nur Selbstmitleid. Ihr hasst, was die Hexer euch angetan haben. In Ordnung. Aber ihr habt euch einer Gruppe angeschlossen, die Experimente an Kindern durchführt, mit Mutagenen. Geht mir aus den Augen. Zieht euer Schwert! Das war kein gut gemeinter Rat. Ihr könnt nicht gewinnen. Das dachte ich mir schon. Stahlschwert. Du hast es so gewollt. War das nötig? Ja, greift den Basilisk. Scheiße, der Basilisk hat mich gerade. Das ist gerade nicht so gut. Sterb! Ja, okay, wir sind jetzt gestorben. Wir sind aber deswegen jetzt gestorben, weil der Basilisk uns angegriffen hat. Ja, da müssen wir schnell. Aber wir müssen den Dialog nicht nochmal hören, wir haben ihn jetzt gehört. Also er greift uns dann einfach an. Ich kann einfach... Mein Problem bei Berengar ist, dass ich ihn nicht nachvollziehen kann. Dass ich ihn deswegen, ehrlich gesagt, ein bisschen verachte.
weil er einfach, er entschuldigt sich nicht, er ist nicht nett zu uns, er beleidigt uns andauernd und er hat unserem Feind geholfen. So, das machen wir gleich nochmal und wenn wir ihn dann getötet haben, werden wir speichern. Das kennen wir schon. Was zum Teufel macht? Berecht? Ich habe... Warum? Ich wollte... Das reicht, verreckt. Zieht euer... Das war kein gut gemeinter Rat. So, Berenger, jetzt bist du fällig. War das nötig? Ja, das ist nötig. Du hast ja zu uns gesagt, zieh unser Aktion wert. Na komm her, Berenger. Jetzt wirst du bezahlen für das, was du dir extra verraten hast. Er hat ja auch Geralt mal persönlich gesagt, beleidigt, so von wegen, ja, von wegen Geralt ist fucking Kampf. Er hat uns ja mal persönlich beleidigt, von wegen, ja, wir haben eine Schwäche in der Richtung. Und Finisher, töte ihn. Zack. Das war's mit der Ränge. Wir haben sein Medaillon erhalten. Und die Pfade des Schicksals beendet. Und die Quest bei Ränge des Geheimnis aktualisiert. Ja, er hat mich jetzt gerade eben angegriffen. Und wie gesagt, ich halte ihn für einen Verräter. Und er hat sich ja nicht mal entschuldigt für seine Taten. Hier Berenkers Medaillon, ein Amulett des mächtigen Magier strahlt. Aber man auch was er bei sich hat. Fast 900 Orons, das ist schon mal cool. Dagon-Saft haben wir bereits gelesen, können wir aber verkaufen. Buch des Donners, Auszug aus Kaer Morhen, geschwundenen Hexgeheimnis, eine Formel für Tränke, das ist neu. Und Berenkers Brief. Ein Stück Papier mit einer nervösen, unregelmäßigen Handschrift. Nehmen wir alles mit. Wir sind erstmal das Buch des Donners. Donner steckt in Angriffsschwäche die Verteidigung, kennen wir. Aber die anderen drei kennen wir nicht. Vollmond erhöht die maximale Vitalität. Vampiröl erhöht Vampir zugefügten Schaden und Bürger. Feinde erleiden Schaden, wenn sie angreifen. Drei Formeln schon mal. Schauen wir uns mal sein. Obwohl, ich will zuerst lesen, was wir über Berenger am Tag jetzt haben. Ja, das hier können wir auch schnell aktivieren, alles. Zack. Zack. So, jetzt schauen wir mal, was wir über Berenger haben. Nach einer hitzigen Debatte forderte mich Berenger zum Duell. Ich musste ihn töten. Was haben wir in der Quest drin? Seiner Spur so lange gefolgt und das mit Lüsten gefühlt. Wenn ich nun seine Leiche sehe, fühle ich eine unheimliche Leere. Dies ist das Ende der Geschichte von Berenger, dem Hexer. Berenger ist tot. Bin gespannt, ob ihr ihn am Leben gelassen hättet. Mal sehen, was in seinem Brief steht. Ein Stück Papier mit einer nervösen, unregelmäßigen Handschrift. Ich dachte immer, die Hexer hätten mir die Gabe genommen, mit Menschen zu kommunizieren. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Aus welchen Gründen auch immer, ich kann nicht mit Menschen reden. Daher schreibe ich diesen Brief. Hiermit gebe ich zu, ich bin ein Feigling. Ich fürchte Schmerz, Schwäche und Tod. Ich hatte Angst in Kaer Morhen, Angst, wenn ich gegen Ungeheuer kämpfte. Und ich hatte Angst vor dem Professor und Azar Yavit. Besonders vor dem Letzteren. Er überwacht die wissenschaftlichen Projekte der Salamandra und erschafft mit schwarzer Magie und Mutagenen tödliche Kreaturen. Er ist ein mächtiger Zauberer, aber wenn mein Plan aufgeht, ist er bald ein toter mächtiger Zauberer und die Geheimnisse der Hexe sind wieder sicher. Trotz allem freut es mich, dass sich unsere Wege gekreuzt haben.
Ich mache mich jetzt auf nach Vizima, Berenga. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht töten sollen. Das hat er wahrscheinlich an uns geschrieben. Ja toll, aber das weiß man ja im Vorhinein nicht. Jetzt bin ich mir schon wieder gar nicht so sicher. Da hat er sich jetzt entschuldigt und hat... Man versteht ihn ein bisschen mehr, also ich zumindest. Kacke. Ja, aber das weiß man ja im Vorhinein nicht. Und ich will jetzt nicht extra laden, deswegen... Nee, ich werde Berenga tot lassen. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Gut, wir haben jetzt den Part beendet. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber das sehe ich jetzt nicht als überziehen, weil hätte uns beim ersten Kampf gegen Berenga der Basilisk dich angegriffen, hätten wir ihn da schon getötet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie ihr die drei Sachen fandet. Es waren jetzt zwei wichtige Sachen. Berenga, der Kampf gegen Dagon und der Ritterschlag. Und ja, morgen, beziehungsweise vielleicht noch heute, weil ich ja den Part begonnen habe, wo es noch nicht heute war, werden wir dann gucken, was in Trübwasser abgeht. Ja, bis dahin, macht's gut, gehabt euch wohl und ich hoffe, wir sehen uns wieder.